miteinander und willkommen zurück zu Star Sector mit Torin Gent. So, wir schauen uns jetzt mal noch ein paar Refits an. Vor allem den Pony gucken wir uns nochmal an. Ja, diese Tachyonlanze ist ja bekanntlich. Das ist eine ganz normale Tachyonlanze einfach, ja. Ich denke, wir hauen dich mal raus hier. Einen Stable Injector. Mal mehr Flux hier raushauen. Haben wir jetzt vielleicht nochmal einen Teil von Reaper Launcher übrig? Zwei wäre natürlich besser. Das heißt, werden die leicht abgeschossen, das haben wir ja gesehen. Das sieht nicht so aus. Okay. Expanded Mr. Rex, ja, Efficiency Overall eigentlich auch. Das haben wir jetzt ein bisschen verbessert. Die Flux Capacity an sich ist extrem schlecht. Das heißt, ich würde eigentlich ganz gerne den Flux Adjunct hier irgendwie reinpacken. Es fehlen zwei Punkte. Dann bauen wir nach hinten irgendwas Kleineres an. Ein Dual Machine Gun. Fluxi die Flux, wo bist du denn? Oh. Reicht immer noch nicht. Jetzt wird's reichen. Sind wir hier oben nicht mehr ganz so übel unterwegs. So. Pony. Meine Güte. Genau, ich lasse die Tachyonlanze von selbst feuern. So. Viel besser. 161. Nimmt die eigentlich, aber es lag echt nur daran, dass wir so wenig Kapazität hatten, dass wir da so schnell überladen wurden jedes Mal. Die Effizienzen sind hier jetzt auch nicht so geil, ne, bei den Schilden. Aber okay, ich meine, es ist eine Tachyonlanze. Ich beschwere mich nicht. Es ist, wobei, warte mal. Wenn wir da natürlich noch ein bisschen die Reichweite ausbauen könnten. Wir haben keine ITUs. Wir könnten höchstens mit Advanced Optics arbeiten. Aber 10 noch hier rausbekommen. Irgendwie. Ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Ja, 1000 werden reichen müssen. Wenn wir ein bisschen unsere Skills verbessern, also die Kampfskills meine ich, dann sollte das eigentlich passen. Deswegen, ob wir dich mal echt rausnehmen sollen, wegen den 200.000 D-Mods. Ach, naja. Wir mal dabei bleiben fürs Erste. Bye. Nicht, dass wir hier irgendwas finden, was wir wollen. Der Schwarzmarkt. Wird auch nichts Interessantes. Ja. Also gut, dann machen wir das, wieso wir eigentlich hier sind, nämlich verkaufen. Kurz die Schiffe. Und hier. Kaufen zunächst mal hier alles auf. So. So, bitte sortieren. 156 per Unit hier. Das hat sich ja schon mal sehr gut gelohnt hier. Eigentlich brauchen wir nicht so viele Maschinen. 180.000 nochmal dafür. So, und jetzt, was haben wir gesagt? Da haben wir gesagt, das sind zwar alles ganz coole Sachen, ne, aber ja. So, zwei lernen wir. Die Standarddinger. Also Hull Expansion Mod drin, haben aber niemals irgendwelche krassen Hull Expansions benutzt und ich weiß. Dieser Sache bin ich sicherlich schuldig. So, fast 2 Millionen. 2 Millionen. Das heißt, wir können jetzt mal nach Frasia fliegen. Das war jetzt echt glücklich, dass wir die ganze Zeit, ja, eher zufällig nebenher irgendwelche Bounties machen konnten. So. Okay, verschwinden wir hier. So. Wir sind hier. Könnten wir hier bei Fresh Independent, wo gehen wir denn einkaufen? Eigentlich ja nach Fresh, ja, beziehungsweise wir könnten auch zum Prism Point fliegen. Ist der eigentlich hier eingezeichnet irgendwo? GK Security,
Scheint Tachyon und Coalition Gedöns. Gefühl, dass die Hegemonie echt überall ist, ne? Also wirklich übertrieben. Ist das eine Kipling-Welt? Vielleicht sollten wir uns die mal reinziehen. Das ist ja Leak-Geschichten. Ja, schauen wir mal da vorbei. Um die gerade uns zu verfolgen. Hoffentlich nicht. Nur noch 5,1, das wir gerade ausgeben, das ist natürlich super. Und das war der Reduce Change Cost by Trade with Enemies, okay. Es tut mir furchtbar leid, ne? Furchtbar leid. Auf nach Gilead. So. Zeig mir das System. Zeig mir all die nicht erforschten Ruinen. In der Atmosphäre. Das sind tatsächlich welche. Auf Neos Bartol. Sind das Widespread Runes? Alter, zu haben. Okay, cool. Wo ist Neos Bartol? Ja. Und wir gehen erstmal nach Gilead. Yep. Guten Tag. Was habt ihr denn so nettes? Sylvain Equipment. Kaufen wir gleich mal die. Ja, scroll. Modifikation. Der Schwarzmarkt hat nichts Bestimmtes. Okay, Flotte. Buy. Abedare Kreuzer. Was mit einem D-Mod? Was könnt ihr denn so? Medium Energy, Medium Missile, Small Energy, Small Synergy, Medium Hybrid. Wieder so ein Non-Compliant Gunnery Car. Thermal Faced Cannon. Hier vorne raus. Wupp. Und Maneuvering Jets. Bei dieses Gunnery Car Gedöns. Ich will da keine Schiffe mit D-Mods kaufen. Compromised Armor ist auch wieder scheiße. Nee, wir kaufen keine Schiffe mit D-Mods. Ja, wir haben genug Schiffe mit D-Mods gelootet. Laramie Heavy Carrier. Meine Deckcrews sind eingebaut. 3 Fighter Base. Ein schwerer Carrier. 150.000. Könnte man sich das durchaus gönnen. Er hat auch keinerlei die Mods. Das hier Zeug ist ja sicher auch interessant. Ein Spezialsystem Targeting Feed. Sense Real Time Targeting Data to Fighter Wings from the Carrier. Temporarily increasing their damage. Ist eh ganz gut dann. Komm. Kaufen. Refit. Okay. Large Ballistic. Sunburst Scatter Cannon. Mal hier Gauss-Kanonen drauf. Sehr nice aus. Okay. Splinter Fighter, das ist so ein Light Mortar und Mini Vulcan Cannons. Interceptoren, eine Staffel und ansonsten werden wir versuchen, welche Bomber hier mit reinzunehmen. Support Heiter. Kamikaze, ein Torpedo Bomber. Single Bomb Bay. Und die Piranhas einfach, wa? Zwei Staffeln. So, das Expanded Deck Cruise, dann machen wir Efficiency. Wir machen Cavalry Shuttles. Wie schnell bist du eigentlich? 8, gut. So, was brauchen wir bei dir noch? Wir brauchen auf jeden Fall jetzt schon. Ja, so, ja, wobei doch, ehrlich gesagt, reicht das auch schon nicht.
Schilder sind sehr ineffizient. Die Stabilize Shields mit rein. Okay, hier nach vorne irgendwelche Point Defense Geschichten. Long Range PD Laser. Dann haben wir hier Medium Energy Turret. Tatsächlich sind wir auch schon leer. Okay, sie können so viel verzichten auf die Recovery Shuttles. Denke ich. Also viel fehlt uns jetzt eigentlich auch nicht mehr, aber. Bei dir? Ja. Keine Burst PDs. Hier nochmal normale PD-Laser, mal irgendwas Medium-mäßiges, was die Reichweite haben müsste, ein Graviton-Beam zum Beispiel. Ansonsten sehr kritisch unterwegs. Okay. Fünf frei noch, das reicht für nichts. Okay. Ich denke, das passt. Natürlich brauchen wir jetzt wieder mehr. Das ist unser erstes. Eigentlich ist es unser zweites Capital Ship, wenn man ehrlich ist. Gut, wir brauchen mehr Leute. So. Eins, fünf, sechs, sieben ist die Skeleton Crew. Wir nehmen mal noch mehr mit. Okay. Dann gehen wir jetzt zum Imperium. Irgendwo hin. Das lernen wir mal. Die Schnelle. Com Directory. Mercenary Officer. Was kannst du denn so? Aggressive, klar. Sehr gut dann. Wir umzingeln uns mit lauter aggressiven Frauen. Das kann nur gut gehen. Okay. Ja, ein Assault. Vielleicht sollten wir sie jetzt wieder auf irgendwas trimmen, was raketenmäßig unterwegs ist. Wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, also ein Kipling-Schiff ist auch schon mal besser als nichts. Was sind noch 1,5 Millionen übrig? Oh, ja. Na? Wir wollten doch noch was gucken. Bounties. Denke ich, dann werde ich diese ganze YouTube-Aufnahmegeschichte dann auch abschließen, sobald wir hier halbwegs vernünftig dastehen. Frozen World. Explore the Ruins, begin Salvage Operations. Terran Overlord Blueprint Package. Vern Class Cruiser Bat Class Faces Run Queen Class Drone Carrier. Okay. Weitere terranische Geschichten hier. Das können wir ja lernen. So. Custom Production. Sehe keine neuen Schiffe. Warte mal, Pirate Kingdom of Terra hier. Da wären. Sieht auch extrem schickig aus. Basilisk. Was war noch dabei? Bat. Face Destroyer. Queen. Drone Carrier. Hive Bomb. Was mit der Sato Drone Wing? Queenclass Drone Carrier operates as a member of its own swarm, closing distance to attack on protected flanks before. Huh, interessant. So, zum Glück haben wir hier direkt nochmal den Ausgang. Okay. Jetzt fangen wir schon Asconia. Ich glaube, hier war das irgendwo. Und dann fliegen wir nach Frasier zum Schiffsmarkt. Alles gut. Ah, da ist der Prison Port.
Hallihallo. Willkommen mal zu Besuch. Es ist nicht wirklich was Großes dazu gekommen. Nur noch keine Tachyon-Lanzen. Dagger-LPCs, das sind die mit den Atropos-Teilen. X-Blades. Würde ja sogar tatsächlich mal dich und dich kaufen. Holy shit, 200% Tariffs! Okay. Sag mir mal die. Zeig mir mal den. Soweit so normal, High-End-Seller. Petra Heavy Cruiser, das ist Neutrino, oder? Ist das Neutrino-Design? Customized Heavy Freighter, turned into a Cruiser. Von JK Security war das. Iris Energy Small Hybrid. Okay. Das ist wieder der Missile Destroyer. Fleet Carrier. Eine knappe Million. Ich denke, wir fliegen mal zum Schiffsbazar. So, Com Directory gibt's hier. Ashley Patagonia, was kannst du denn so? Du bist Steady, unser erster Steady-Mann. Überhaupt unser erster Mann. Dockside Bar, IBB-Pin, okay, nächste IBB-Bounty. Ocular Gazer, sehr gut. Sind Woman. Sehe, synchronfähig, der 63.000er. Wir machen jetzt keine kurzen Trips dieser Art hier. Aber wir könnten natürlich auch Yasuda mal ein bisschen besuchen. Den Weg. Was sagt denn das System zum Thema? Ja, da gibt's Ruinen, ist aber bewohnt. Da gibt's Ruinen. Scattered Runes, das ist Arjun's World. Ist Arjun's World? So, Galean. Ja. Wieso hast du eine andere Farbe? Bist du bewohnt? Nee, bist du nicht. So, drei Dachungen können wir uns auch gleich mal anschauen. Explore the Ruins, Begin Salvage Operations. Machen wir mal irgendeinen Glücksgriff dabei, aber das sind nur kleine Ruinen. Ah, guck mal, eine Corrupted Nanoforge nochmal. Ein Blight Shock Fuser. Leaf. Potzel Franchise Station. Com Directory. Quartermaster, nope, ihr seid mir alle egal. Was ist dir mal? Wir könnten natürlich hier wieder verkaufen mal. Oh, da gibt es eine Kabal Exchange, ja? Turret Gyros, Heavy Armor. Na, wobei. Behalten wir mal das Zeug. Zwecks eventuell, dass wir wirklich die Kolonie gründen. Wir kriegen ja noch einiges, wir kriegen ja noch 60.000 ungefähr dafür. Ja. Ungefähr. Tachyon Military. Point Defense AI und High Resolution Sensors. Ist das Reflected Rage? Das kennen wir natürlich auch schon irgendwoher. Ja, wir könnten euch die Corrupted Nanoforge schon mal verkaufen. Ja. Noch keine Pristine gefunden bisher. Weil deswegen wir eigentlich hier sind, ist ja nach Schiffen gucken. Ja, das ist normales Insurgent Phase Frigate. Team Energy Small Universe Small Energy. 53.000 Face Fregatte. Drover hat einen D-Mod. Ja, Tritacon Military. Sind wir natürlich leider nicht gut genug. Ein Harbinger. Face Destroyer. Ja, ganz gerne das Teil. Und in der letzten Kampagne oft geflogen. Aber hier ist tatsächlich auch nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt notwendig. So, und dann fliegen wir nach Mairat. Hier wird gekämpft, offensichtlich. Ah. Kabale, hä?
Sie haben verloren. Eltast. Ultra Light Carrier. Hostile Standing Down. Ja, stand mal lieber down. Und du bist tatsächlich. Ja, no long term damage nehmen wir mit. Brawler. Wir machen halt das Übliche, ne? Wir ernähren uns von dem, was die anderen hier noch fallen lassen, zusätzlich. Und das ist super, wir haben echt eine Menge Waffen. Können wir dann schon gut arbeiten. Ich glaube, hier drüben war auch schon eine Debris Cloud, ja. Das ist auch ein größerer Kampf. Lost Astropolis. Sollte ich natürlich nicht unbedingt verklicken. Nochmal. Okay, cool. Tredako macht die Piraten kaputt. Trotzdem sehe ich hier eigentlich nichts großartig. Gucken, ob hier irgendwas im Angebot ist. Bad Astropolis. Mal dann das Operation Center und ja, dieses ja, das müsste ich echt ja, auf dem Capital Ship kann man sowas vielleicht mal machen. Aber von so einem ganzen kleinen Gedöns bin ich jetzt noch nicht so. Kommen wir erstmal die Supplies hier noch ein, günstig. Cyclone Reaper Launcher. Gorgon Essence Contender Cannons. Da ist ein Burst BDs hier. Eine ganze Menge. Field Point Defense tatsächlich. So. CMAM Launcher. Degraded Particle Streamer. Nichts so interessantes. Flottentechnisch. Hier irgendwas im Angebot. Gedemordet ohne Ende wieder mal. Hier durch ein ähnliches Bild. Ja, ein Dragon, Battlecruiser. Ich will kein Piratenflaggschiff haben. Hab ich mir extrem schäbig vor. Bin ich jetzt dabei? So. Und jetzt weiter Richtung Frasier. So, machen wir Schluss an dieser Stelle, denke ich. Machen nur eine Folge. Und das machen wir dann wieder im Livestream. Oh mein Gott.